Sie meinen es ernst. Die Bürgerwehr in Safran gekleidet, der Farbe des Hinduismus. Yograj Singh, bewaffnet mit einem Baseballschläger, und seine Männer suchen nach Kühen oder Rindfleisch, illegal transportiert. Ziemlich schnell ist den Fahrern klar, dass sie besser anhalten sollten. Wenn wir eine Kuh finden, übergeben wir sie an die Polizei und ergreifen die Täter. Wir müssen sie das Gesetz spüren lassen. Bewaffnet sind wir nicht, um die Kühe zu schützen. Wir müssen uns selbst schützen. Denn diese Kuhschmuggler greifen uns manchmal an. Die Hindus an der Landstraße nehmen das Recht in die eigenen Hände. Die Polizei schaut zu und hilft mit. Hier im Bundesstaat Uttar Pradesh dürfen Kühe nicht geschlachtet und Rindfleisch nicht gegessen werden. Die Situation kann eskalieren. Es reicht meist ein Gerücht, ein Verdacht. Im Norden Indiens, im Bundesstaat Jammu und Kaschmir, steckten radikale Hindus einen Lastwagen in Brand. Sahid wurde schwer verletzt, 75% seiner Haut verbrannten. Wenige Tage später starb er. Er war der jüngste Sohn der Familie, eine muslimische Familie voller Angst und Wut. Der Vater klagt an, sein Sohn habe gar keine Kühe transportiert, aber das war den Angreifern offenbar egal. Wer gibt mir meinen Sohn wieder? Sein Körper hat gebrannt. Er muss solche Schmerzen gehabt haben. Es tut mir so weh, wenn ich überlege, was er durchgemacht hat. Sahids Schwester sagt, ihr Bruder habe keine Waffe getragen, niemanden etwas getan. Ich habe ihn aufgezogen, er war wie ein Sohn für mich. Mein unschuldiger Bruder hat so viel gelitten. Wie können die das mit ihrem Gewissen vereinbaren, eine Brandbombe auf ihn zu werfen? Bis zu 180 Millionen Muslime leben in Indien, fast 15%. In Kaschmir stellen sie die Mehrheit. Ihre Religion erlaubt ihnen, Rindfleisch zu essen. Indien war immer ein Staat mit vielen Religionen, die meist friedlich zusammenlebten. Nun trauern sie um Sahid, der gerade 19 war, fürchten neue Gewalt. Und versöhnen scheint unmöglich. Viele haben versucht, uns zu trösten. Aber wir wissen, was wir verloren haben. Für uns ist das Leben vorbei. Für Hindus sind Kühe heilig. Sie sehen sie als Mutter. Die Tiere sind frei und werden nicht gestört. Rinder zu nutzen ist nicht verboten. Doch Hindus dürfen Kühe nicht töten oder das Fleisch essen. Das sind eigentlich nur religiöse Gebote, aber nun regieren in Indien die Hindu-Nationalisten. Rindfleisch wurde in etlichen Bundesstaaten gesetzlich verboten. Zeitgleich nimmt die Gewalt zu. Menschen werden gelyncht, erschlagen. Ein heiliger Krieg um die heilige Kuh. Es geht mittlerweile um weit mehr. Es geht um die Toleranz und die indische Demokratie. Zahlreiche Schriftsteller, Intellektuelle und Schauspieler haben aus Protest ihre Preise zurückgegeben, auch Rumila Thapa. Sie ist 84 und extrem wütend. Einer ihrer Kollegen wurde ermordet, weil er die Fanatiker kritisierte. Die Polizei hat ihr neulich sogar Personenschutz verordnet. Ich habe nicht so große Angst um mich. Mich werden sie nicht anzünden. Vielleicht werden sie meine Bücher verbrennen. Was mich irritiert, ist diese Atmosphäre, in der du dir zweimal überlegen musst, bevor du etwas sagst. Der Vorwurf geht an die regierende BJP und Premierminister Modi. Der erzählt lieber die Geschichte vom wachsenden Indien. Die Partei reagiert genervt und fühlt sich verleumdet, sagt aber auch, dass Indien so etwas wie eine Leitkultur hat. Jedes Land hat seine eigenen kulturellen Rituale und die Menschen folgen denen. Es geht uns nicht darum, dass die Hindus dominieren. Aber es ist doch klar, wenn 80% der Bevölkerung Hindus sind, dann bestimmen sie auch. Das darf man doch sagen. Die Fahne der Regierungspartei weht auch hier. Beim Morgenappell vom RSS, einer weit rechts stehenden Organisation. Auch Yograj, der nachts die Kühe befreit, wurde vor 22 Jahren Mitglied. Die Organisation hat immer wieder gesagt, sie wolle Indien in einen Staat der Hindus verwandeln. Sie nutzen nicht nur friedliche Mittel,
auch wenn sie das nicht offen zugeben. Manchmal passiert es, dass die Kuh schon im Schlachthaus ist. Und wenn der Schlechter eine Waffe hat, dann kommt es eben zur Gewalt. Der RSS hat gute Verbindungen in die Politik. Auch Premierminister Modi trat schon mit 20 der Organisation bei. Regieren Sie also auch ein wenig mit? Verändern Sie das Land langsam? Nicht wenige in Indien fürchten das. Wir sind eins. ARD.